Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Kudammbühnen sind eine ganz wichtige kulturelle Institution für diese Stadt. Dies ist absolut unstrittig. Wir haben hier eine Historie, die reicht zurück bis in die 20er Jahre auf Oskar Kaufmann, Max Reinhardt. Das geht weit bis vor die Familie Wölfer zurück. Diese Tradition an diesem Ort gilt es selbstverständlich zu erhalten. Und das ist auch in unserer Politik ein ganz entscheidender Punkt. Also wir bestehen darauf, dass dieses Theater an dieser Stelle als Spielstätte erhalten bleibt. Die Frage ist jetzt nur, inwiefern man mit einem solchen Entschließungsantrag, wie er hier heute vorgelegt wird, der guten Sache tatsächlich dient. Beispielsweise Absatz 2, der den Denkmalschutz fordert. Ich glaube, es wurde noch kein oder jedenfalls sehr wenige Denkmäler durch den Denkmalschutz tatsächlich vor dem Abriss bewahrt, sondern Denkmäler bewahrt man eigentlich dadurch, indem sie sich weiter in einer Nutzung befinden, einer Nutzung, die dann eben auch mit der Zeit gehen muss. Das heißt, der Gesamtkomplex des Kudammkarrees, dieses in die Jahre gekommene Einkaufszentrum, das heute alles andere als ein Pluspunkt für den Kurfürstendamm darstellt, da muss das Theater einen sinnvollen Eingang finden und eine sinnvolle Lösung. Und hier wird darüber verhandelt und hier wird ein städtebaulicher Vertrag mit dem Investor zu schließen sein, wo man genau festlegt, unter welchen Bedingungen dort ein Theaterbetrieb stattfinden kann. Und dies muss das Land Berlin natürlich auch mit unterstützen. Darum Ihr Punkt 1, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, wird der Senat aufgefordert, dass die Bühnen am Kurfürstendamm und dieser Spielort erhalten bleiben. Da ist jetzt natürlich der Senat erstmal nicht der erste Adressat für. Sie wissen auch, dass wir einen Doppelhaushalt gerade verabschiedet haben. In unserer Anhörung im Kulturausschuss in der vorletzten Sitzung mit dem Intendanten Herrn Wölfer wurde deutlich, um dauerhaft einen Spielbetrieb dort zu erhalten, wird es nicht mit dem bisherigen Zuschuss hinreichen, sondern im Moment zahlen die Kudammbühnen schlichtweg keine Miete, und zwar schon seit einigen Jahren, schon seit den Zeiten von Ballymore nicht. Wenn dies also in Zukunft sicherlich in dieser Form nicht möglich sein wird, muss das Land Berlin eine politische Entscheidung treffen, dass dieses Theater in stärkerem Maße unterstützt wird als bisher. Dies wäre aber dann eine Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers, das sind wir alle, sind hier das Parlament, und dies können Sie hier schlecht an den Senat adressieren, so als könnte er dies augenblicklich gewährleisten. Mit anderen Worten, wir sollten diesen Antrag im Kulturausschuss noch einmal ausführlich beraten und heute nicht ad hoc abstimmen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.